reden wir doch erstmal mit dem Angestellten, mal sehen, was er uns so darüber verraten kann. Entschuldigung? Ja? Was hat es mit diesem Zirkuszelt auf sich? An diesem Ort hält der König einen Wettbewerb für die freie Stelle als Hofzauberer ab. Wollen Sie daran teilnehmen? Natürlich, warum nicht? Hat eine Spinne 6 Beine? Klar will ich! Nun, als Mitglied der Familie der Arachniden hat die gewöhnliche Spinne Arachnid vulgaris 8 Beine, angeordnet in 4 Paaren. Diese befinden sich... Wovon in aller Welt faseln Sie? Verzeihung, ich war einst ein Referendar an der Uni. War das interessant? Nur die Videokassetten der Güne... Schon verstanden. Also, möchten Sie am Wettbewerb teilnehmen oder nicht? Alter, wirklich? Okay, wir haben also mit einem alten Lüstling zu tun. Warum nicht? Weiß nicht. Was muss ich denn tun? Sie müssen nur ein Formular ausfüllen und besser sein als die anderen. Möchten Sie am Wettbewerb teilnehmen oder nicht? Ja, hab ich das schon gesagt. Was ist mit dem Alten geschehen? Es war schrecklich. Er kniete vor dem König nieder, um zum Ritter geschlagen zu werden. Doch dieser bekam einen Krampf in seiner Hand und... Nun ja, das Ganze endete ziemlich tragisch. Naja, sowas passiert unserem König leider öfter. Also, möchten Sie teilnehmen? Jetzt erst recht, unbedingt. Der König scheint ja ein Superman zu sein. Klar, was muss ich machen? Gut. Ich brauche nur ein paar Angaben. Name? Uri Geller. Mann oder Frau? Echat Steinschalosch, wir sind natürlich neutral. Neutral. Ich setze männlich ein. In Ordnung? Wenn Sie meinen. Wann sind Sie geboren? Vorgestern. Ich bin nicht geboren, ich bin geschlüpft. Okay, setzen Sie sich ins Wartezimmer und warten Sie, bis Ihre Nummer aufgerufen wird. Sie sind die Nummer 9. Alles klar? Ich bin keine Nummer. Ich bin ein freier Mann. Ich hasse Leute, die immer so schamlos auf Publicity aus sind. Ach ja? Hören Sie, ich lasse mich nicht so behandeln. Jeder Mensch und jeder Holzwurm hat das Recht auf freie Entfaltung. Das habe ich im letzten Spiel gelernt. Würden Sie sich jetzt bitte ins Zelt begeben? Ja, die guten Holzwürmer, die haben uns das beigebracht und die werden wir auch wiedersehen hier im Spiel. Die kommen wieder vor, allerdings noch nicht zuletzt. Dieser Wettbewerb ist noch nicht so recht nach meinem Geschmack. Ich mag ja den hier drüben, den Zauberer. Gut, hier sind noch ein paar zu viele momentan und da müssen wir was gegen tun. Momentan ist da noch nicht allzu viel, was wir machen können, aber wir können zumindest einen schon mal ausschalten, glaube ich. Und das ist dieser Herr hier, sobald er wieder sein Hörnchen ansetzt. Kann ich das? Nee, ich kann es noch gar nicht. Ach schade, ich kann es noch nicht auswählen. Gut, das kommt dann später erst. Irgendwie müssen wir ein bisschen die Konkurrenz ausdünnen hier. Ansonsten hat es noch nicht viel Sinn momentan. Du siehst aus, als würdest du schon länger warten. Nicht gerade der ideale Gast für eine Talkshow. War ein guter Kommentar, finde ich. Okay, mit der Angel weiß ich gar nicht, was wir mit der machen können. Ja, wir müssen jetzt mal ein bisschen unsere Gegenstände verbraten. Allerdings nicht hier. Also hier kommen wir jetzt momentan nicht weiter. Hier brauchen wir dann, glaube ich, die Stinkbombe, um weiterzukommen. Aber die müssen wir natürlich erstmal herstellen. So, das Problem ist, er will, glaube ich, momentan noch nicht das Kostüm basteln, oder? Na, wir schauen mal. Wir gehen mal zu ihm. Vielleicht will er es uns ja schon basteln. Wir brauchen nämlich ein Sumpfling-Kostüm, denn wir haben schon gesehen, wenn man im Sumpfling-Kostüm steckt, dann ist man etwas schwer zu erkennen und nur die Mitarbeiter haben Sumpfling-Kostüme. Das heißt, wenn wir so ein Ding tragen, kommen wir rein beim Sumpfling. Und das könnte uns momentan recht nützlich sein. Ich bin zurück. Ist dies schon der dritte Teil? Nein, das ist immer noch der zweite. Nun, bestimmt kommt bald Simon 3, die Rache der eingeschlafenen Schweißfüße. Kannst du mir ein Sumpfling-Kostüm machen? Ich schätze schon. Ich bräuchte allerdings grünen Stoff dafür. Ich habe meinen für ein Baumkostüm aufgebraucht. Ich sehe mal, was ich tun kann. So, vielleicht hast du es auch für das Froschkostüm aufgebraucht. Und jetzt müssen wir uns irgendwie Stoff besorgen. Und dafür ist jetzt der dicke Pascha hier nebenan ganz nützlich. Denn der hat Stoff bei sich und jetzt müssen wir mit ihm sprechen können, glaube ich.
Das sollte jetzt funktionieren. Schauen wir mal. Ich möchte gerne grünen Stoff kaufen. Grün? Kein Problem, aber das wird dich eine Menge kosten. Wie viel? Auf jeden Fall mehr, als du bezahlen kannst. Wie? Wie auch immer, gegen eine kleine Gefälligkeit könnte ich dir vielleicht den Stoff geben. Gut. Ach ja? Und welche Art von Gefallen? Lass es mich dir einfach zeigen. Und da laufen sie von dannen, der Herr hat seine Hintergedanken. Alles, was du tun musst, ist mir die Lampe zu bringen. Ich soll in dieses dunkle Loch hinuntersteigen? Das ist der Künstlereingang. So etwas hatte ich mir schon gedacht. Komm nicht zurück, bevor du nicht die Lampe hast. Nur eine Sache noch, ey. Später. Ich bin kein glücklicher Mann. So, damit sind wir in der Unterhöhle gelandet. Und worauf das nur anspielen könnte, ich weiß es nicht. Wir müssen die Lampe besorgen für den dicken Pascha. Glücklicherweise gibt es ja nur 3000 hier an dieser Stelle. Das bedeutet, wir müssen erstmal schauen, welche eigentlich die richtige ist hier. Ich finde vor allem auch die Lampe gut. Die Stehlampe von... Tja, da wird er wohl eine Weile zu tun haben, glaube ich. Aber ist ja nicht mein Problem. Sehr viele Lampen später. Das ist ja wieder mal typisch. Ich schätze, da draußen findet das jemand ziemlich komisch, was? Du hast selbst die Stehlampe probiert. Sieht ein bisschen bekifft aus. Aber der Geist der Lampe ist gerade nicht zu Hause. Wenn Sie wegen irgendwelcher Wünsche gerieben haben, müssen Sie sich leider gedulden. Sie können aber Ihren Namen und Ihr Anliegen nach dem Pfeifton hinterlassen. Ich kann es nicht glauben. Tja, ärgerlich. Wir hätten natürlich die Lampe auch selbst benutzen können, wenn der Geist da gewesen wäre. Aber leider ist der Djinn gerade etwas verhindert. Gut, aber wir haben unseren Job erledigt. Damit dürften wir jetzt wieder herauskommen. Probieren wir doch mal, die Lampe abzugeben. Hey, Dicker. Ich habe deine Lampe. Wirf sie mir hoch. Keine Chance. Ich habe das Buch auch gelesen. Wirf mir zuerst die Leiter runter. Ja, glücklicherweise ist Simon nicht ganz auf den Kopf gefallen. Wir kommen wieder raus. Und damit sollten wir doch unseren grünen Stoff jetzt bekommen, oder? Gute Arbeit, Kleine. Was ist mit meinem Stoff? Klamm. Bringe dem Jungen ein Bündel Stoff durch. Ich dachte, wir hätten uns auf grün geeinigt. Tut mir leid, das ist alles, was ich dir anbieten kann. Naja, besser als nichts, schätze ich. Ja, leider gibt es momentan keinen grünen Stoff, deswegen kriegen wir einfach nur seinen Turban. Aber das reicht uns auch, denn wir haben ganz am Anfang bei Calypso den grünen Farbstoff aufgesammelt. Und den können wir jetzt verwenden, und zwar am Springbrunnen. Jetzt hat er seine Bedeutung und das wollen wir natürlich gleich mal umsetzen hier. Machen wir mal runter hier. So. Grasgrün. Ich mag diese Farbe nicht. Dann benutzen wir den mal und schmeißen ihn einfach mal ganz unauffällig in den Brunnen rein. Und man sagt ja, wenn einmal passiert ist, zack, da gibt es kein Zurück mehr. Und dadurch war niemand so wieder dieselbe. Damit haben wir zumindest schon mal den Brunnen grün gefärbt. Schlimm, schlimm. Aber wir können natürlich noch das Stofftuch einfärben jetzt hier. Wenn du was zu waschen haben möchtest, dann leg neben meinem Korb. Natürlich. Ja, ihr eigene Schuld. Dann legen wir das halt in den Korb, sehr gern. Ja, die stürzen sich selbst in ihr Unglück. Und lassen uns das waschen. Oh, ich weiß. Gehen wir erstmal eine Runde weg und kommen gleich wieder. Dann sollte es eigentlich grün sein. Ich glaube, wir müssen keine Zeit vergehen lassen dabei. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Also gehen wir kurz raus und am besten gleich wieder rein. Mal schauen, ob das grüne Tuch jetzt schon da liegt oder ob es noch weiß ist. Mal schauen. Ja, es ist grün. Das ist sehr schön. Wir haben, sagen wir mal, hellgrünen Stoff, aber das reicht offenbar. Jetzt ist er gerade schon ein ganzes Stück grüner geworden, während wir ihn in den Hut genommen haben. Dunkelt wahrscheinlich nach. So, und damit können wir dann jetzt auch losgehen und uns das Sumpfling-Kostüm basteln lassen.
Wieder zurück auf den Marktplatz und rein beim Scherzartikelhändler. So. Gib Stofftuch an den Scherzartikelhändler. So sieht's aus. Ich habe den Stoff, den du wolltest. Okay. Kurze Zeit später. Ein Traum. Hey, scharf. Finde ich auch. Eine kurze und unerwartete Sonnenfinsternis später. Was? Gut, wir haben jetzt unser Sumpfling-Kostüm. Und ich dachte eigentlich, wir müssen erst die Sache mit der Stinkbombe abarbeiten. Aber gut, wir können zuerst das Kostüm hier uns basteln lassen. Und damit kommen wir jetzt beim Sumpfling rein. Macht auch nur so Sinn, denn wir müssen zum Sumpfling hingehen, um die Stinkbombe fertig zu machen. Hier bei McSumpfling erhältlich. Wie das zusammenhängt, wir werden es gleich sehen. In jedem Falle gehen wir uns mal ganz kurz umziehen. Bei Tage ist er ein gewöhnlicher Zauberer. Aber wenn er Sumpfsuppe riecht, wird er zu Sumpfman. Sumpfman. Ja. Ein einsamer Rächer im Kampf gegen das organisierte Erbrechen. Ein Riesenwortwitz und damit kommen wir jetzt endlich rein. Ich gehe nur mal eben zum Chef, okay? Kein Problem, Bill. Man sieht sich. Ah, ich musste das wieder abnehmen, um mein Gesicht zu wahren. So, wir sind endlich drin und das Uhrwerk, ja, ist. Ich werde die Schnecken schälen, während du den Sumpfschlamm machst. Mir fällt gerade auf, mit dem Streurad kann ich ja hier hoch und runter gehen, das wusste ich gar nicht. Nein, ich bin hier das kulinarische Genie. Hier kommen wir momentan noch nicht weiter mit der Uhr, das müssen wir später machen. Dafür bist du ihr. Ich traue dir noch nicht einmal zu, ein Ei zu kochen. Sprechen wir erstmal mit den Ich traue dir noch nicht mal zu, ein Glas mit Wasser zu füllen. Hey, Jungs. Was willst du, Kleiner? Siehst du nicht, dass der große Igor Igittigit am Arbeiten ist? Unterstützt von seinem noch größeren Bruder Ingo Igittigit. Noch größer? Du wirst niemals an mich heranreichen. Jeder weiß, dass Igor Igittigit der größte Koch der Welt ist. Das ist lächerlich. Ich habe dir alles gezeigt, was du weißt. Nonsens! Du bist nur eine billige Abklatsch von mir. Jungs? Was? Ja, ich glaube, wir lassen die beiden erstmal einfach arbeiten hier. Warum arbeiten solche Genies wie ihr in einer Burgerbar? Das ist hier nur eine Übergangslösung. Wir werden uns bald verbessern. Würdest du uns jetzt entschuldigen? Wir wollen weitermachen. Ausnehmend gern möchte ich euch entschuldigen. Wir gehen weiter, denn oben wartet schon jemand auf uns. Auch wenn er es noch nicht weiß. Da ist er. Der Hat Sumpfling. Hier jemand einen Eilzauberer bestellt? Ah, Freund, ich bin froh, dich zu sehen hier. Du sein bestes Freund in ganzer Welt. Bin ich? Aber ich habe dir auf den Teppich gekotzt. Du trotzdem bestes Freund ich je gehabt. Aber ich habe dich beleidigt und deine Suppe. Nichts macht, du gekommen bist von so weit mich zu sehen. Nur deshalb sind wir gekommen, ja genau. Im ersten Teil ist das Aufeinandertreffen mit dem Sumpfling ja ein bisschen haarig. In diesem Teil ist es schon wieder am Rumweinen, weil niemand da ist. Diesmal nicht zu seinem Geburtstag, sondern generell. Aber jetzt ist er ja zum Glück wieder fröhlich, denn wir sind zu Besuch und wir sehen schon, irgendwie hat es der Sumpfling geschafft, Kinder zu zeugen. Ich weiß nicht mit wem. Aber gut, macht ja nichts. Nun, es war eigentlich mehr ein Unfall. Nichts Unfall! Ich wünschte, alle Geburtstagsfreunde kommen! Und wo sind die anderen? Sie noch kommen müssen! Ich mit viel Einfluss bin jetzt! Ich Idee haben! Ja? Dies besonderes Treffen ist besser als Geburtstag, besser als Ernte-Sumpftag. Ich spezielle Sumpfsuppe zur Feier machen.
Unbedingt. Ich habe nie den ersten Teil gespielt. Wie schmeckt Sumpfsuppe? Köstliche, nahrhafte Suppe, wo nur Sumpfling kennt Zutaten. Nie fragen, probieren. Du sehr mochtest sie letztes Mal. Unbedingt? Ja, auf jeden Fall. Dieses Mal neues Rezept. Extra stark, extra frisch. Klingt köstlich. Ja, das wollen wir unbedingt. Hauen wir lieber ab hier. Oh, warte! Ich mich gerade an etwas erinnern. Oh, kein Sumpfschlamm für Suppe. Oh Gott! Nein, alle Pläne ruiniert sind. Ich nicht mehr machen kann Suppe. Das ist tragisch. Wie schade. Ich hatte mich schon so auf die Suppe gefreut, Mensch. Wie kommt es, dass ihr Sumpfburger ohne Schlamm machen könnt? Ich nicht kann gehen, weil zu beschäftigt. Das ist eine Schande. Du gehen und holen Sumpfschlamm für mich. Ich? Aber... Hier. Du Eimer nehmen und gehen. Juhu. Welche Freude. Ich den Rest vorbereiten. Na klar doch. Her damit. Na gut. Da haben wir uns das aufgeheizt. Kann man's ja machen. Ja. Damit haben wir uns das aufgeheizt. Wir müssen also Schlamm holen. Na gut, warum nicht? Machen wir das doch mal. Ich werde aber noch mal... Wie bist du da reingekommen? Weiß ich nicht. Magie? Magie, hä? Ja, ich bin ein mächtiger Zauberer, weißt du? Ich wurde in der Nacht von Außerirdischen entführt und bin da drin wieder aufgewacht, weißt du? So, wir gehen mal dann los in den Sumpf. Denken Sie daran, jedes Sumpfessen enthält 20% reines Rind, Schweinefleisch. Ja. Wir verwenden auch Rind oder Schweinefleisch. Rind und oder Schweinefleisch wahrscheinlich. Gut, gehen wir mal in den Sumpf. Näher komme ich an diesen Sumpf nicht heran. Irgendein Trottel hat eine Mauer in den Weg gestellt. Ach stimmt, wir müssen erstmal die Spinne beseitigen. Das ist aber blöd. Gut, bevor wir das machen, mache ich nochmal eine ganz kurze Aufnahmepause und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.